Schauen Sie mir, der Glaube ist etwas, was wir nicht sehen können, also so an sich als Substanz. Aber der Glaube ist etwas, was wir in der Realität erfahren. Wir sehen, dieser Mann tut kein Unrecht, weil er gläubig ist. Diese Frau spendet, hilft den Leuten, weil sie gläubig ist. Das ist die Regel. Die Regel ist, umso gläubiger ein Mensch ist, umso besser ist er. Gut, ich bin total ungläubig, also bin ich ein schlechter Mensch. Nein, nein, nein. Ich rede davon, dass wenn der Mensch gläubig ist, ist er einfach viel besser, weil er weiß, dass er für seine guten Taten belohnt wird. Dann macht das ja nur noch den Zweck. Er soll es doch machen, weil er einsieht, dass es nicht richtig ist, anderen was wegzunehmen und sich selbst gut gehen zu lassen und zu gucken, wie es anderen schlecht geht. Das ist natürlich, das ist ja auch menschlich. Aber das soll er tun, weil das soll ihm die Religion beibringen, finde ich, dass es aus sich selbst nicht gut ist, nicht, weil er irgendwann mal eine Belohnung kriegt. Ja, aber warten Sie mal. Sie als Ungläubige, sage ich jetzt mal, wenn Sie gute Taten begehen, haben Sie auch eine Absicht, oder? Es gibt ja eine Absicht, die Sie dazu bewegt. Die Absicht ist zum Beispiel, einen Menschen glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Hilfe reden. Ne? Diese Absicht hat der Gläubige ja auch. Aufgepasst. Aber es gibt noch eine andere Absicht, die viel besser ist als diese Absicht, und zwar demjenigen zufriedenstellen, der einen das Leben gegeben hat. Das ist verbunden. Das heißt, wenn Sie jetzt den Islam annehmen würden, was ich hoffe, ja, irgendwann mal, dann wären Sie nur besser. Sie wären nicht schlechter. Also wenn Sie sich am Islam, das heißt, das Gute, was in Ihnen ist, bleibt. Aber es kommt noch mal viel Gutes dazu. Weil sie einfach noch mehr Motivation bekommen, Gutes zu tun. Verstehen Sie? Weil sie dann auf einmal lesen und erfahren, dass für jede gute Tat, dass sie für jede gute Tat eine Belohnung bekommen von Gott. Und dass eine Spende zum Beispiel, eine fortlaufende Spende, immer wieder läuft und das vielleicht über hunderte von Jahren. Und solange diese Spende läuft, bekommen sie Belohnung. Beispiel, ein Brunnenbau. Brunnenbau gibt es ja oft, ne? Brunnenbau in Afrika irgendwo. Im Islam ist das so, wenn Sie einen Brunnen bauen, dann bekommen Sie Belohnung für jedes Lebewesen, was an diesem Brunnen trinkt. Aber egal, ob es Menschen sind, Tiere oder teilweise Insekten. Es gibt auch Insekten, die Wasser trinken, ne? Schmetterlinge, habe ich gehört, trinken auch Wasser. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, was für eine Belohnung. Wie viel Belohnung sie bekommen. Ein Atheist macht sich darüber nicht Gedanken. Aber ein Gläubiger macht sich darüber Gedanken und das erfreut ihn. Er bekommt Freude und Glück und sagt, ey, Hammer, ich habe da einen Brunnen gebaut, da tausende Menschen trinken davon. Aber das kann der Atheist auch. Ich kann auch Freude. Natürlich, er kann. Wenn ich Leuten helfe. Aber da kommt noch mal die Freude dazu, dass der Gläubige im Unterschied zum Atheisten sagt, ich habe die Leute glücklich gemacht und ich bekomme dafür Belohnung von Gott. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe.